Lieber Thaddäus Ropack, vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen in Salzburg in der Galerie sein dürfen und auch für Ihre Zeit. Im letzten Jahr 40 Jahre Jubiläum, herzlichen Glückwunsch. Das will ich nochmal erwähnen, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Aber es ist ja doch durchaus eine wirklich tolle Lebensleistung, die Sie sicherlich auch sehr glücklich macht. Wenn Sie zurückdenken an die Anfänge vor 40 Jahren, was hat Sie damals bewegt, Ihre erste Galerie zu eröffnen? Also 1982 war ein aufregendes Jahr im europäischen, im deutschen Kunstbetrieb. Es gab die Documenta in Kassel und ich hatte das Glück, einfach in der Boys Crew mitarbeiten zu dürfen. 7000 Eichen, das Bäume pflanzen. Es gab dann im selben Jahr die große Ausstellung Zeitgeist von Norman Rosenthal im Gropiusbau in Berlin, wo internationale Künstler zusammenkamen, das erste Mal, um gemeinsam, aus einer jüngeren Generation, um gemeinsam auszustellen. Und das war für mich als junger Mann unglaublich aufregend, da einfach zu erleben, was zeitgenössische Kunst ist und was es bewirken kann. Und für mich war es einfach, da gab es den Wunsch, einfach in dieser Kunstszene mitarbeiten zu können, mitgestalten zu dürfen. Also das war so eigentlich der Beginn. Und ich hatte keine klare Vorstellung, wie man eine Galerie macht. Aber es war einfach die Leidenschaft, mit Künstlern zu arbeiten. Und das hat mich dann bewogen, einfach eine Galerie zu beginnen hier in Österreich. Und es war auch, man hat den Eindruck gehabt, in Deutschland gab es eine ganz aktive Kunstszene. Und das hat vielleicht auch mit diesem besonderen Jahr 1982 zu tun, wo eben Dokumente gibt es nur alle 5 Jahre. Und das war so eine besondere, die Beuys ja ganz wesentlich gestaltet hat. Und dann so hautnah am Kunstgeschehen mitwirken zu dürfen als junger Mensch, das war schon ein unglaubliches Glück. Und darauf aufbauend dann die Idee zu haben, ja, ich mache jetzt eine Galerie, ich möchte einfach mit Künstlern arbeiten, möchte das vermitteln, was ich selbst einfach bekommen habe. Sie haben mit Beuys zusammengearbeitet, das haben Sie ja eben erwähnt. Sie haben auch mit Warhol Ausstellungen zusammen gemacht. Sie repräsentieren internationale Künstlerikonen wie Baselitz, wie Katz, wie Anselm Kiefer. Seit vielen Jahren, weil Ihnen ist ja auch sehr wichtig, diese enge und diese langfristige Verbindung mit Künstlern. Welche Künstler oder welcher Künstler hat Ihre Arbeit als Galerist am meisten geprägt und warum? Also das wächst ja zusammen. Also wenn man das seit vielen Jahren und Jahrzehnten macht, dann werden eben diese besonderen Kontakte zu den Künstlern immer intensiver und man kennt sich ja auch immer besser. Man baut auch ein Vertrauen auf, das enorm wichtig ist. Aber wenn ich so ganz zurückblicke an den Beginn, da war das sicher Joseph Beuys. Das war sicher der Künstler, den ich einfach so Anfang der 80er Jahre das erste Mal in Wien erleben konnte, der ein unglaubliches Charisma hatte und der einfach ein Künstler war, der die Menschen einfach mitgenommen hat und der auch junge Menschen wirklich animieren konnte. Also das war für mich ein enormer Glücksfall, so hautnah so einen Künstler erleben zu dürfen. Und das war der Beginn und daraus sind dann einfach viele ganz, ganz wichtige Künstlerverbindungen entstanden, die über viele Jahre und Jahrzehnte dann andauern und wo einfach die gegenseitige Wertschätzung einfach das schon sehr bereichert und intensiviert. Sie zählen heute zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Galeristen, das kann man schon sagen. Und die Kunstszene hat sich sehr verändert, auch in den letzten Jahren. Wie hat sich der Kunstmarkt und Ihre Rolle speziell als Galerist in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Also ich sage ja oft, also ich habe erlebt in diesen letzten 40 Jahren, wie sich wirklich die Kunstszene vom Elfenbeinturm in die Mitte des Lebens verrückt hat. Es war in den 80er Jahren schon sehr exklusiv. Also es war schwierig, in die Kunstszene vorzudringen. Das war intellektuell schwierig. Also es gab wirklich so, die Kunstszene war sehr, sehr klein und so Teil davon zu sein, das war nicht einfach. Und ich finde, es hat sich enorm positiv entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Es hat sich völlig in die Mitte des Lebens
entwickelt. Es ist sehr inklusiv geworden. Also jeder, der heute teilnehmen möchte, findet einen Platz und kann Teil davon sein. Also es ist wie so eine ständige offene Einladung an Menschen, einfach kreativ teilzunehmen, als Beobachter teilzunehmen. Also in welcher Funktion man selbst dann einfach teilnehmen möchte. Und das ist vielleicht so mit die wichtigste Entwicklung, von der Exklusivität zur Inklusivität. Und es ist auch viel größer geworden. Aber das geht schon damit einher, dass die Kunstausbildung oder die Kunstgeschichte in der Zeit, wo ich groß geworden bin, da in Österreich, da war die Kunstgeschichte mit Klimt und Schiele und Kokoschka zu Ende. Also zeitgenössische Kunst in dem Sinn gab es da nicht. Und da hat sich viel getan. Wenn Sie heute mit jungen Menschen sprechen, dann merken Sie, dass zeitgenössische Kunst wirklich Teil Ihres Lebens ist und dass sich Menschen heute auch wirklich mit den Künstlern ihrer Zeit beschäftigen möchten und nicht nur in die Kunstgeschichte zurückblicken. Und ich glaube, diese Entwicklung ist eine äußerst positive. Sie repräsentieren ja wirklich sehr renommierte internationale Künstler, aber Sie haben auch immer wieder junge Neuzugänge, die Sie in Ihr Programm aufnehmen. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich für einen Künstler? Also das hat sich natürlich über die vielen Jahre auch verändert. Also am Beginn macht man das ja auch so mit einem aus dem Bauchgefühl heraus. Man besucht viele Künstler, man besucht Ateliers und bei einigen Künstlern macht es einfach so diesen Klick. Da merkt man, da will man genauer hinschauen, da will man einen Künstler auch verfolgen. Man will sehen, wie er sich entwickelt und vieles entsteht einfach aus einer Neugierde heraus, dass ein Künstler einen überrascht mit einer wirklichen Innovation, mit einer Erneuerung, mit einer Idee. Wobei natürlich das heute auch eine Teamentscheidung geworden ist. Also inzwischen haben wir ja Galerien in London und in Paris und in Asien. Da braucht es schon viel, um sorgfältig auch die Kunst zu durchforsten und zu sehen, wen gibt es, wer sind die interessanten Künstler, die heute das Kunstgeschehen auch wirklich wesentlich gestalten. Und da wird schon auch im Team viel diskutiert und da werden Künstler beobachtet und oft ist das eine Teamentscheidung, wo wir einfach dann gemeinsam aus den verschiedenen Direktoren der Galerien einfach finden, da sollten wir genauer hinschauen und das ist ein Künstler, den wollen wir mal beobachten und daraus entstehen dann schon wirklich wunderbare neue Kontakte. Also wenn ich überlege, so die Künstler, die wir in den letzten Jahren ins Programm genommen haben, sind das auch die unterschiedlichsten Ansätze. Also da ist jetzt nicht so eine Bewegung in der Malerei oder so, sondern das sind einfach Künstler, die machen Installationen. Es gibt einen jungen Künstler, der heißt Alvaro Barrington, der kommt aus Brooklyn, ursprünglich aus Haiti, lebt jetzt in London und ist einer der aufregendsten jungen Künstler, der sich weit über die Idee eines Bildes, eines Tafelbildes hinauswagt und da ist das Bildhafte immer noch sehr präsent, aber die Installation kommt mit hinein und Sound kommt mit hinein und eine Wahrnehmung, die uns bisher überhaupt nicht vertraut war. Oder ich denke dann auch an andere ganz junge Maler wie Megan Rooney, die aus Kanada kommt und in London lebt und mit der wir seit einigen Jahren jetzt zusammenarbeiten. Oder eine ganz junge Asiatin, Han Bing aus Shanghai, die gerade nach Paris gezogen ist und so ihre ersten Versuche macht und die wir einfach seit erst 2-3 Jahren wirklich mit beobachten, aber auch schon eine Ausstellung machen konnten. Also ich glaube, dass die Zeit sehr interessant ist, dass es eben nicht einen großen Trend gibt, dem alle nachfolgen, sondern dass viele sehr individuelle Positionen möglich sind und das macht die Kunstszene als solche spannender. Was würden Sie sagen, wenn Sie so auf den Punkt bringen müssten? Was macht einen Künstler heute erfolgreich? Beziehungsweise viel liegt natürlich auch am Galeristen, diesen richtig zu positionieren. Na, ich glaube, die Arbeit des Galeristen wird oft überschätzt. Also es geht wirklich um das, was ein Künstler in der Lage ist, zu machen. Und da gibt es eben auch nicht eine klare Antwort auf diese Frage, weil eben die Ansätze so unterschiedlich sind. Also man könnte das nur an Beispielen klar machen, aber das Gute ist, dass es eben viele Möglichkeiten gibt heute,
Kunst zu produzieren. Und wir leben auch in einer Zeit, in der also die artifizielle Intelligenz ja etwas ist, das uns alle beschäftigt und natürlich auch die Künstler. Und wir werden sehen, wozu das führen wird. Also Künstler benutzen auch neue Medien. Und umso jünger ein Künstler ist, das ist dann oft eine Generationsfrage natürlich. Also da gibt es auch ganz andere Herausforderungen und ganz andere Ansätze. Und dadurch gibt es jetzt nicht die eine Regel, was macht heute einen interessanten Künstler aus, sondern es gibt nicht diesen einen interessanten Künstler, sondern es gibt eine sehr, sehr breit gefächerte Kunstszene und es gibt viele Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Und das glaube ich, so wie sich das jetzt im Moment darstellt, war das noch nie so. Also ich glaube, wenn jemand heute jung ist und Künstler werden möchte und glaubt, auch das Talent zu haben, da gibt es also unzählige Möglichkeiten zu gestalten und sich als Künstler einzubringen. Und dann wird natürlich das Umfeld, die Kunstszene selber, die Galerien und die Kritiker und die Kuratoren und die Sammler letztendlich entscheiden, wie interessant und wie wichtig ein Künstler wird. Und jetzt mal so in diese Richtung Digitalisierung. Welchen Einfluss, glauben Sie, wird digitale Kunst auf Kunstsammlungen haben? Ist das ein Hype oder ist das eine wirklich ernstzunehmende Entwicklung? Und Sie haben ja auch schon unterschiedliche Medien gerade erwähnt, ne, die auf einmal eine Rolle spielen, früher gar keine Rolle gespielt haben. Ja, das ist natürlich auch ein Hype. Trotzdem ist auch bei einem Hype irgendwo ein ernster Kern immer herauszufinden. Und darum geht es ja, zu sehen, also welcher Künstler benutzt diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, so interessant, dass es wirklich ein völlig neuer Beitrag zu dem ist, was Kunstschaffen bedeutet. Also ich glaube, dass es wird vieles einfach parallel möglich sein. Ich glaube, dass die klassische Empfindung, was Malerei ist, sich nie wirklich verändern wird. Also es wird immer die Möglichkeit geben, das nächste Bild zu malen. Man hat also schon in den 80er Jahren damals der Malerei sozusagen das Ende vorausgesagt und das ist nicht eingetreten. Und so sehe ich das jetzt auch. Also ich glaube, die Möglichkeit, immer wieder das nächste Bild zu schaffen, dass die Möglichkeit hat, wirklich ein ganz wichtiges Statement zu werden über unsere Zeit, über Human Condition, das, was Künstler bewegt. Und trotzdem werden die neuen Medien immer wichtiger werden und immer bedeutender und werden sich mit einbringen in diese breite Fächerung von dem, was als mögliches Material vorhanden ist. Und beobachten Sie bei jungen Sammlern, die vielleicht viel digitaler sind und digital affiner sind, andere Merkmale zu sammeln oder andere Eigenschaften? Und wenn ja, welche? Also es gibt jede Generation gestaltet. Das sind die Künstler, die gestalten, das sind die Kuratoren, die entscheiden, wie sie Ausstellungen machen und das sind die Sammler, wie sie ihre Sammlungen formen. Und das ist gut so, weil sonst wäre das ja irgendwann langweilig, wenn sich das nur wiederholen würde. Also ich glaube schon, dass das eine Herausforderung ist in den nächsten Jahren, wie Sammlungen gestaltet werden und wie sehr die neuen Medien manchmal auch rein nur technisch in einer Sammlung wiederzufinden sind, wie die Technik Möglichkeiten erlaubt, aber das manchmal auch schwierig macht. Also es gibt ja einfach manchmal Dan Flavin, ein wichtiger amerikanischer Künstler der Minimal-Bewegung, hat Skulpturen geschaffen, wo er einfach Leuchtstoffröhren verwendet hat. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Wie kann man diese Kunstwerke am Leben erhalten? Weil die sind dann einmal ausgebrannt und die werden nicht mehr erzeugt. Die werden sogar von der Europäischen Union nicht mehr erlaubt. Also es gibt viele technische Fragen auch, was Kunst betrifft. Das ist jetzt bei einer reinen Leinwand natürlich wesentlich einfacher. Absolut. Welche Rolle spielt für Sie Kunst als Wertanlage? Also bei Kunst wird Geld ausgegeben und das ist eine Verantwortung. Also es geht darum, dass man vielleicht einen bestimmten rein materiellen Wert erhält, aber es ist sicher oder sollte nicht die treibende Kraft einer Sammlung sein. Die Sammlungen, die auf Spekulation aufgebaut sind, waren immer die am wenigsten erfolgreichen. Die Sammlungen, wo es um die Leidenschaft geht, um die Ernsthaftigkeit und um die Wahrhaftigkeit. Weil so entsteht Kunst. Auch Kunst kann nur in einer Wahrhaftigkeit entstehen und große Sammlungen letztendlich auch. Sammlungen, die aus
reiner Spekulation entstehen. Das sind also für uns auch nicht sehr interessant. Sie sind mit Ihrer Galerie rasant gewachsen. Sie sind vertreten hier in Salzburg, Sie sind in Paris, Sie sind in London, Sie sind in Seoul. Internationale Standorte sind wichtig. Warum und wie, nach welchen Kriterien wählen Sie diese aus? Die Kunstszene, die war früher sehr national geprägt. Also es gab also eine Kunstszene in verschiedenen Orten, die sich sehr regional entwickelt hat. Die Möglichkeiten der Kommunikation haben das alles verändert. Also Information wird heute sehr rasch und schnell vermittelt und das hat natürlich auch die ganzen Parameter verändert. Und dadurch ist heute eine internationale Präsenz spannend, wichtiger geworden, aber es sagt letztendlich nichts darüber aus, wie sehr eine Galerie erfolgreich sein kann, egal ob das jetzt ein Standort, zwei oder mehrere sind. Es gibt Kunstzentren, Paris und London gehören dazu, da wurde einfach vieles, was das 20. Jahrhundert geschaffen hat, präsentiert und archiviert und präsentiert. Und Asien ist ein Bereich, der für uns enorm spannend ist, nicht nur, weil es ein wichtiger Markt geworden ist, sondern weil es auch ein Pool an Talenten dort gibt. Es gibt also unglaublich spannende Kunstszenen in Korea, in Japan, in China und daran teilzunehmen ist schon sehr attraktiv und sehr spannend. Und wir wachsen so, wie wir finden, dass das gut ist für die Künstler. Wenn die Künstler es spannend finden, an solchen Orten auszustellen, dann sind wir natürlich glücklich, wenn wir die Möglichkeiten da bereitstellen können. Wunderbar. Und was ist Ihr persönlicher Tipp für Sammler, die eine eigene Kunstsammlung aufbauen wollen? Vielleicht sind es auch zwei Tipps oder drei Tipps. Aber so, was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Also das Wichtigste ist einfach, dass man schauen lernt, dass man weniger hört, dass man vielleicht liest, aber dass man vor allem sehen lernt, dass man wirklich Ausstellungen besucht, dass man Möglichkeiten, Künstlern zuzuhören, weniger dem Markt zuzuhören, sondern den Künstlern zuzuhören. Und wenn man all die Informationen nützt, die einem heute geboten werden, da hat man schon die Möglichkeit, die Information zu bekommen, um das Interesse auszulösen. Die Leidenschaft, die muss dann jeder wirklich individuell für sich entwickeln.